2, 1. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Und alleine bin ich heute nicht, der Doshi ist bei mir. Hallöle. Hallöle. So, und du hast mich drum gebeten, eine Bauabnahme zu machen, ne? Jawohl. Hört, mal, ich komm mit, ja. Ja, wieso kriegst du da runter? Einmal so und so. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay? Ach, guck mal, hier. Dann Travel Anchor, cool. Wo genau. Einmal zum Eingang. Eingang, Energiekugel. Oh, Energiekugel. Nee, Energiekugel nicht. So, Eingang, ja. Und dann siehst du schon. Ui. Hat was. Was sind das für Holz? Das ist Plumwood. Hä? Achso, das Holz meinst du? Das ja, ist Sacred Oak. Und das ist anderes Plum. Pflaume. Ja. Ey, du Pflaume. Ja. Von dem Plum habe ich noch was übrig, wenn du was brauchst. Nö. Das ist mir einfach zu rosa. Rosa ist so dein Ding. Witze das nach. Geht nicht, Tür klemmt. Aha. Mhm. Ja, was hier reinkommt, mache ich heute in dieser Aufnahme. Bin ich mal gespannt. Ja. Gucken wir es am Ende von der Aufnahme nochmal an. Jo. Aber du hättest das ein bisschen runder machen können. Nee, hier, du wolltest meine Meinung haben, oder? Ja, langsam also. Bräuchte ich das auch schon wieder. Ja, gut, ich gehe. Tschüss. Tschö. Nimm den Teleporter. Gut. Ja. Gut. Ich habe jetzt Autocraften lassen von gestern Abend. Wo hast du den Teleporter? Der ist beim Hauptraum. Wo ist der Hauptraum? Der steht hier. Ach guck, da ist er doch. Mann, ich habe hier die ganze Zeit geguckt, Mann. Ja, hier hab ich ein bisschen umgeändert, damit ich einen Weg noch rüber machen kann für Maschinen oder sowas. Aha. Muss ich noch weiterbauen, ich weiß. Ja, gut. Home. Seilwunds. Gut. Ich mach dann jetzt mal das nächste Rezept rein. Ja, ach du Redstone und Solar Panels. Ja. Mann, red mir doch nicht immer dazwischen, Mann. Ja, ich hab hier weitergemacht mit den Solar Panels. Ja, schön. Schrei doch nicht so. Ja, die Zuschauer sind nicht taub. Was hast du gesagt? Ich bin so taub. Die Zuschauer sind nicht taub. Was hast du gesagt? Ja, du vielleicht. Ich hab hier einen Mana-Distributor hingestellt, um einfach hier drei Mana-Pools ansteuern zu können. Der Distributor wird direkt von dem Mana-Spreader angeschossen und verteilt es dann hier auf Mana-Pools. Könnte ich hier eigentlich noch einen hinpacken, aber lasse ich nicht. Mache ich nicht. So, dann habe ich hier noch einen Runik-Altar. Und im Großen und Ganzen habe ich hier noch ein bisschen umgebaut. Ne? Also nichts Besonderes. Bis auf die zwei Dinger hier Mana. Oh. Was? Ich sehe gerade, ich habe für das letzte Solar-Panel habe ich eine Ressource zu wenig. Oh, und was? Lapis. Echt jetzt? Ja. Brauchst du Lapis? Wie viel hast du? Ich guck gerade mal. Bin gerade mal am gucken. Ich kann dir gleich die genaue Zahl sagen. Aha. Also ich habe 95 Blöcke. Okay, ich brauche 7037 Lapis Lazuli. Ist ein bisschen wenig. Ja. Würde ich sagen. Mehr habe ich leider nicht. Ja, dann mache ich jetzt mal drei weitere. Ja. Oh, so, da sind die. Ich habe es auch schon im Dosch gezeigt. Hier in der Kiste sind ein paar Mana-Tablets, die voll sind. Ich habe hier mal einen Chunkloader laufen lassen, ne? Hier so ein. Und bin da mal so ein paar Stunden später drauf gekommen und habe dann gesehen, ja, hier der ganze Ding ist voll und der Mana-Spreader war auch voll. Habe ich mal so ein Tablet reingeworfen. Ja. Oh, guck mal hier. Power Levels Critical. Was? Moment. Jetzt ist er Place down. Advanced Solar Panel. Ah ja, okay, gut. Ich wollte nur noch eins, dann hab ich das dickste. Ja. Jedenfalls, ich habe da so ein Mana-Tablet reingeworfen und das Ding war dann voll, aber der Pool immer noch nicht leer. Dann habe ich das nächste gemacht und ja, also zwei Mana-Tablets habe ich damit schon komplett voll bekommen. Und ein leeres habe ich noch hier. Einfach um mal zu gucken, ne? Irgendwas hin und her zu transportieren. Dann habe ich noch ein bisschen Mana-Steel. Rüstung gecraftet und noch ein bisschen Mana-Stil, Werkzeug, hier so Gedönse. Einfach nur, damit ich es habe, weil das würde ich mir gerne irgendwann mal irgendwo hinstellen. Ich habe da noch sowas im Kopf, was ich gerne machen würde, aber dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr. Okay. So, okay. Ja? Bei mir sieht man schon, was ich jetzt heute mache. So ein Kügelchen. Kügelchen? Mhm. Ich brauche 218 Dekonium-Blöcke. Ah, hier, da ist er, genau. Ja, genau.
Any botanist will eventually reach a point where a single mana pool setup is not enough. Ne? Deswegen Mana Distributor, so wird er gecraftet. Oh, naja, das ist da nix weltbewegendes. Nur? Ja. Ja. Nein, gib mir. Oh. Achso, oh. Ja, hier kann man einen Rucksack draufpacken, ne? Und das bringt aber nichts. Auf dem Runigaltar. Ja, sehr schön. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Runigaltar? Also, es gibt ja sogenannte Runen. Wenn ich die finde, dann. Hier, warte mal. Runen. Hä? Okay, warum nicht? Lexikon-Index finde ich keine Rune. Das ist ja komisch. Das sind die ganzen Ringe. Ja, Tatsache. Okay, gut, dann gucken wir mal hier. Fans? Was wollte ich denn mit Fans? Achso, ja, gut, ich habe angefangen, den Turm ein bisschen umzubauen. Mod. Botania. So rum. So ist es. Hä? Sehr schön. Ja? Ich habe jetzt schon alles zusammen für die Kugel. Nur noch aufbauen. Und bitte einen Spark Tinkerer. Was? Ein Spark Tinkerer. Okay, sagt mir gerade nichts. Mir auch nicht. Das ist irgendwie. Das ist, ja, Tinker. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Muss ich mir vielleicht mal durchlesen. So, Runen. Hier, Runen. Rune of Water, Fire, Earth und Air und Spring und Summer und Autumn und Winter. Ne? Also, ja, ne, hier. Die vier Frühling, Elemente, Summer. Dann die vier. Gezeiten wollte ich schon sagen, ne? Ja, ja. Ja, die vier Gezeiten, genau. Nee, aber die vier. Was sagt man denn? Jahreszeiten? Jahreszeiten, danke. Und dann hier noch Rune auf Mana. Dann hier die sieben Todsünden. Lust, Gluttony, Greed, Sloth, Wrath, Envy und Pride. Also einige kann ich übersetzen. Lust, klar, ne? Gluttony weiß ich jetzt nicht. Greed auch. Gluttony ist Völligkeit. Ah. Und Greed ist Gier. Ah, cool. Und Sloth ist Faulheit. Ja. Wrath ist Zorn. Envy. Neid. Neid, genau. Und Pride ist eben Stolz. Genau. Ja. So, das wären die sieben Todsünden. Kann man alles hier machen und es gibt eben verschiedene Rezepte, für die man die braucht. Zum Beispiel. Nee, da nicht. ja. Ja, gut. Da nicht. Nee. Aber für die ganzen Zauberstäbe, die es da gibt. Warte mal. Nee, hier sehen wir auch nichts. Da auch nicht. Ach, wo sind sie denn? Ja, hier. Hier, Rod of the Lands und dann gibt es auch noch den Rod of the Highlands zum Beispiel. Aber dafür brauchen wir schon Pixie Dust. Deswegen erstmal noch den Rod of the Lands, Rune of Earth. Dann brauchen wir einen Mana Powder, Mana Steel, einen Stone, Kohle und einen Pilz. Oh je. Am Pilz wird scheitern. Wahrscheinlich, ja. Also, was habe ich jetzt gesagt? Stone, ne? Stone. Ein Stone. Na komm, machen wir gleich mal ein paar. Okay, das hab ich ja. Jetzt. Also ganz ehrlich, was ich scheiße finde beim Infotablet, wenn du einmal rausgehst, dann kannst du nicht so runterscrollen, dann musst du einmal kurz raus und reingehen. Okay. Das finde ich scheiße gemacht. Ja, gut. Ist halt so, ne? Ja. So, Kohle. 1, 2, 3, 4. Haben wir zum Glück noch ein bisschen. Okay, 1, 2. Mana Steel, Mana Powder müssten wir eigentlich noch da vorne in der Kiste haben. Jetzt gucke ich bloß wegen mal Pilzen. Boah, mir fällt gerade so ein richtig ekliger Spruch ein. Ich lasse ja, lass es. Wenn von dir so ein richtig ekliger Spruch kommt, dann ist er auch richtig eklig. Lass es. Ich finde es schon schön, dass ich schon so einen prägenden Eindruck hinterlassen habe. Ja, ja, hast du auf jeden Fall. Guck mal, zwei Pilze habe ich schon gefunden. Ist das schon mal was? Okay, fangen wir mit. Mann, fahr das nicht heraus, Klaus! Was denn? Warum? Du provozierst es gerade richtig. Ach, Quatsch. Nein, nein, warum nein. Nicht? Da, das da, das da, das da. Und die Pilze? Boah, ich hau den gleich raus, wenn du nicht aufhörst, ne? Ach Quatsch, machst du nicht. So! Wie macht man das jetzt am besten? Ja, das ist so ähnlich wie bei dem, bei dem hier. Petal Apothecary. Ich kann es nicht auf Englisch aussprechen. Apothecary. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Oh.
Warum? Du jetzt nicht? Ah! Ui! Der fängt direkt an. Na krass. Also in der vorigen Version von Botania war das nur so, dass man da erst noch mit dem Zauberstäbchen drauf schlagen musste. Aber ihr seht schon, ne? Hier die Animation in der Mitte. Das heißt, unsere Rune wird hergestellt. Oh, ist jetzt fertig. Das heißt jetzt, ich müsste jetzt noch einen Living Rock und einmal Bam. Right click with empty hand. Boah, das ist ja geil. Lidium Doll. Ne? So, genau. Passt, geil. Was hast denn du jetzt da? Lidium Dolly? Ne, Doll. Use Runic Altar to create Rune. Achso, das war ich. Ah, cool. Mhm. Ja, ja. Lesen will gelernt sein, ne? Ja, ich hab da nicht drauf geachtet, weil du bist meistens derjenige, der die Achievements hier macht. Ja, ich wollte ja auch mal den Erfolg lassen. Ah, dankeschön, dankeschön. Ja, bitte. Mhm. So, wie war das so, jetzt? Den wieder da drauf und zack. Sehr schön. Boah, scheiß Kurzzeitgedächtnis. Ist cool. 4 Stück haben wir jetzt. Und jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich noch für den? Dead und Living Rock. Living. Ach ja, genau, den. Living Tweak, ne? Ist es ein Tweak? Ist es ein Tweak? Nicht zu verwechseln mit Twix, ne? Der war gut, gell? Der war richtig gut. Ah, Rockbell, cool. So, jetzt kann ich mit dem nichts machen, weil ich kein Mana in der Tasche habe. Wie war das letztens? Selbst der Zuschauer hat sich schon die Stirn an den Kopf. Ja, genau. So, jetzt habe ich mit Botania die Möglichkeit, mir einfach irgendwo Erde hinzuknallen. So schick, oder? Mit God of the Lands. Weißt du, wie ich das auch machen kann? Hm? Ich nehme Erde ins Inventar und setze sie. Ja, ich muss nicht mal die Erde dabei haben. Und was hast du jetzt? Ja, gut. Ja. Ich bin schwer beeindruckt. Ja. Also hier, da kann man sich verschiedene Zauberstäbe noch machen. God of the Lands zum Beispiel. God of the Lands, nicht wie. Nicht the. Was ist. Oh Gott. Ja. Was gibt's denn hier noch? Ja, genau, das ist der hier. God of Terraferma. Brauche ich mal den und noch ein paar andere. Ui. Oh yeah. Und Terra Stealing jetzt. Könnte man uns noch nicht herstellen. So. Das ist jetzt. Terrestrial Agglomeration Plate. Ja, da kommen wir vielleicht später mal dazu. Gut, aber ich würde gerne. Ja, gut, in der Aufnahme kriege ich das wahrscheinlich nicht mehr. Also hier in der Folge kriege ich das wahrscheinlich nicht mehr hin. Aber es gibt ja noch das Horn of the Wild. Das könnte man eigentlich mal basteln. Vor allen Dingen basteln. Ja, habe ich ja. Ach, das, ich war gerade überlegen, was war denn das nochmal? Ja. So, Horn of the Wild. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Dosh. Mhm. Ja. Was, wieder Ressourcen klauen? Hä? Wieder Ressourcen klauen? Nee. Da wieso? Noch niemals Ressourcen klauen, sag mal. Mhm. Da im E-Raum, wo ist. Energie. Hä? Was suchst du? Ich such gerade deinen Travel Anchor nach oben. Der ist direkt über den Hauptraum. Ja, ja, ich sehe den aber nicht. Nein. Ich bin jetzt. Ah, warte mal. Eingang. Naja, jetzt habe ich ihn. Komisch. Von unten habe ich nichts gesehen. Naja. So, wenn ich jetzt hier mal drauf drücke. Ihr seht hier die Blumen. Ah, die kommen jetzt alle zu mir. Das ist nicht schön. Ach, deswegen kommst du zu mir. Ja, klar. Oder hier Gras. Alles weg. Also da musst du schon richtig beschissen spielen, wenn der ganze sogar die Pflanzen schon abhauen. Nee, die kommen alle zu mir. Das ist. Wie? Du spielst trotzdem beschissen. Alter. Jetzt habe ich aber wirklich die Taschen voll, glaube ich. Das ist ja jetzt Quatsch. Hä? Das ist ja jetzt Quatsch. Nee. Aber ich könnte hier zum Beispiel auch deine Baumfarm mal abernten. Mhm. Könnte ich. Nee, komm, das mache ich nicht. Ich hätte dich gehauen. Das wäre jetzt arg fies gewesen. Ich hätte dich gehauen. Ja? Mhm. Ich muss erstmal kriegen müssen. Aber glaub mir, ich bin ein bisschen schneller. Ja, wenn ich nicht auf dem Surfer bin, dann kannst du mich auch nicht hauen. Oh, ich weiß, wo dein Bett schläft. Aha. Schön. Teleportation. So, gut. Ich habe noch ein ganz, ganz tolles
Dings gefunden. Die packe ich jetzt erstmal da rein. Ah, das ist sehr schön. Einen Flower Punch. Pouch. Genau, Flower Pouch. Da kann man zum Beispiel hier die Mystical Blumen reinpacken. Das ist wirklich nicht schlecht. Wenn man da irgendwie unterwegs ist, dann kann man hier bis zu einem Stack von jedem da drauf machen, glaube ich. Es könnten auch mehr sein, ich habe sie nicht getestet. Aber Flower Pouch würde ich jedem empfehlen, vor allen Dingen, die ist auch richtig günstig. Das sind einfach nur 5 Wolle und ein Petal. Und dann müllt ihr auch euer Inventar nicht immer zu. So, den Rest muss ich jetzt irgendwie auch mal loswerden. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann war es das. Mit deinem Kern? Ist der schon aktiv? Den kann ich jetzt aktivieren. Boah, warte mal, das muss ich mir mit angucken. Das will ich mir mit angucken. Doch, geil. Ich will zumindest hoffen, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Du bist... So, ich bin... Oh fuck. Was ist? Ich war gerade unter der Kugel. Ja, das ist nicht schlimm, da passiert nichts. Achso, okay. Warte mal. Eingang. So. Guten Tag. Guten Tag. Oh, da liegt noch Zeug rum. Nein, geht weg. Gott sei Dank. So, wenn ich jetzt hier die Particle Generator hinstelle. 4 Stück, die müssen alle auf den Kern so gesehen zielen, also alle in die Mitte. Als Draconium-Blöcke ohne Ende. Wow. Und? Richtig geil. Tier 7. Da passen 2 Trillionen RF rein. Alter, Tier 7 ist schon das Höchste, oder was? Das ist das Höchste. Gott. Aber dafür ist sie cool, ganz schön klein. Mhm. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus. Ja. Hat schon was. So, jetzt Fun-Frage. Wie kriegen wir da den Strom rein? Da gibt's doch bestimmt auch was von Ratiofarm, ne? Ganz genau. Da brauchen wir Energy-Pylon. 2 Stück. Die kannst du aber in der nächsten Folge machen, weil ich glaube, 15 Minuten haben wir schon rum. Das habe ich mir schon fast gedacht. Mhm. Gut. Bam, 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 bam. So. Hi. Hi. Ich warte auf die Absage, ne? Ach so, ja, gut, ja. Absage? Wie? Hm? Wo hast du dich beworben? Ja, okay, gut. So, in diesem Sinne, mit schönem Blick auf die Kugel. Na komm, machen wir das mal so rum. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschö.